Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Das erste wieder seit langem, weil ich habe jetzt aber wieder vor, mehr YouTube zu posten, mehr YouTubes. Und fragt euch nicht, warum ich das Handy so komisch halte, weil mein Mikro ist kaputt. Und es geht los wieder. Wir fliegen heute wieder zu Emma und zu Silke und drehen beim Musikvideo mit Bastian Stein. Und hier seht ihr noch, ich bin noch zu Hause, aber wir machen uns langsam auf den Weg zum Flughafen. Und ich habe jetzt schon hier meine Sachen gepackt. Hier mit Schuhen und bla 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 für das Musikvideo und alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir dann langsam schon losfahren und dann ins Auto steigen und bla bla bla. Und Leute, wir sind ja nur 3 Tage dort, also heute Abend kommen wir erst an, dann Dienstag, den ganzen Dienstag und Mittwoch in der Früh fliegen wir wieder nach Hause. Also es wird jetzt kein langer Aufenthalt, aber trotzdem, wir sehen Emma und Silke wieder. Sagen wir mal, wir fahren jetzt, wir steigen jetzt ins Auto, fahren jetzt zum Flughafen. Ciao. Ciao, wünsche uns viel Glück. Danke. So, meine Freunde, mein Papa holt sich jetzt noch kurz was von der Trafik. Und unser Flug geht um 17.40 Uhr. Wir sind schon richtig spät dran, angeblich. Und wir müssen uns beeilen. Ich fahre Auto, also wird es noch langsamer. Tobi, wir sind am Flughafen endlich. Weiß, Leute, guck da, Ankunft. Yes, sir. Aber wir fliegen ab, stimmt, Abflug. Let's go. So, meine Freunde, let's go. Wir gehen jetzt. Mega. Okay, wir gehen jetzt. Und wir sind bereit. Let's go. So, meine Freunde, wir gehen jetzt durch den Security-Check. Let's go. Und Freunde, bevor wir ins Flugzeug einsteigen, gehen wir jetzt noch essen in der Lounge. Und danach geht's zum Flugzeug. Und jetzt gibt's noch lecker Essen. Guck mal, Freunde, was es hier für ein leckeres Buffet gibt. Jetzt gibt's noch hier leckeres zu essen. Boah, geil. Freunde, ich habe mir jetzt das da geholt. Er nimmt genau das gleiche wie ich. Und Papa, wie schmeckt's? So, meine Freunde, wir gehen jetzt zum Flugzeug. Wir sind gleich beim Flugzeug und dann gehen wir rein. Und wir warten noch, bis wir rein können. Und ich würde sagen, Abflug, ich hab Bock, gehen wir. Wir steigen jetzt gerade ins Flugzeug ein. Los geht's, oder? Wir sind vollgepackt. Jetzt im Flugzeug. Und let's go. Let's go! Wir fliegen nur 55 Minuten und ich bin schon bereit. Wie gesagt, let's go. Freunde, wir sind in der Luft. Wir sind jetzt angekommen und warten, bis wir aussteigen können. Ne, Papa? Wir steigen jetzt aus. Es waren 55 Minuten und ich bin jetzt gespannt, wie es ablaufen wird, ob wir Emma jetzt gleich sehen. Wir haben jetzt die Koffer da bekommen, war vor dem Koffergerät da. Ein Koffergerät? Ja, vom... Wie nennt man das? Keine Ahnung, mein Freund, ich bin überfordert. Ich bin Förderband, oder? Förderband, ja. Ja. Und jetzt gehen wir mal zum Exit und schauen da, ob schon Emma und Silke und so auf uns warten. Wenn nicht, dann... Na, Pech gehabt. Ich glaube, da werden wir enttäuscht sein. Ja, egal. Oder sonst suchen wir uns ein Taxi und fahren zum Hotel, oder? Und dann sehen wir uns später. Wir haben jetzt gerade versucht, dort einzuchecken, aber wir müssen auch auf Bastian Stein und auf Emma und Silke warten. Und dabei gehen wir jetzt Pizza essen und dann treffen wir uns mit Silke, Emma und Basti dann bei der Pizzeria. Und wir sind jetzt hier angekommen im Restaurant. Wir warten jetzt hier noch auf Silke und Emma und Basti. Und damit gut gegessen. Und damit gut gegessen und geschlafen, heia heia machen. So, wir warten jetzt schon seit, wie lange warten wir jetzt schon, Papa? Eine Stunde. Ja, ungefähr eine Stunde, weil die sind im Auto gefahren und wir sind geflogen. Und wir sind halt zu früh angekommen im Flugzeug und sollten aber jetzt maximal 10 Minuten wieder da sein. Emma und Silke, also sind wir gespannt. Guck mal, Leute, wer hier nach 5 Stunden angekommen ist. Na, du? Hallo? Freunde, wir sind jetzt fertig mit Essen. Emma hat ihre Schuhe vergessen. Aber? Ist ja nur Schuhgröße 24. Ja, ja, stimmt. Ja, wir gehen jetzt, hier ist es wieder das Hotel und wir gehen jetzt wieder ins Hotel rein und ich will schlafen gehen. Wir hören uns morgen. Leute, Emma und Silke sind da hinten im Zimmer irgendwo. Ja. Da hinten. 3 Räume weiter. Und Basti ist neben uns. Ganz in Nähe. Und jetzt wird die Roomtour. Diese kleine Roomtour für euch. Wir sind hier. Hier ist der Eingang, ne? Hier kommt man rein. Hier kleines Badezimmer, ne? Hier mit Dusche und so. Toilette. Geht man hier weiter. Mein Papa. Hey. Hier die 2 Betten, ne? So, wir sind ja eh nur hier 2 Nächte drin. Und morgen sind wir den ganzen Tag weg, also sind wir hier nur zum Schlafen. Und Bettsprung. Leute, letzter Bettsprung. Wir sehen uns morgen, ich sage gute Nacht. Und nach dem Bettsprung gibt's Cut und wir sehen uns morgen. Ah, yeah. So, meine Freunde, wir sind gerade aufgestanden. Haben wir noch Essen geholt. Und ich hatte jetzt ein Glätteisen dabei und dann mussten wir noch kurz zu Kaufland. Und ein Glätteisen hier holen. Hier. Und jetzt gehe ich noch rüber zu Silke und Emma. Und drehe mit denen dort TikToks. Digga, guck dir den ganzen Schmuck an. Alles, Digga. Oder? Digga. Wie soll ich mich hier aufhängen? Ich glaube, das fällt dann runter. Super, Leute. Wir machen uns jetzt auf den Weg hier mit Basti und Silke und so. Und ja, es wird ein bisschen. Warum lacht? Basti lacht schon?
Ja, es wird richtig cool, weil wir haben ja ein Musikvideo drehen und da müssen wir alle hin. Ja. Wir müssen jetzt die Koffer in das kleine Auto da reinbekommen. Digga. Oh! Natürlich ist es so eng in diesem kleinen Auto. Oh mein Gott. Basti ist doch so groß und wir haben null Platz hier hinten. Kriegt man immer so mein Handy ab. Es war dann plötzlich richtig windig und mussten dann irgendwie die ganze Location dann irgendwie umändern. Freunde, die Emma hat Hunger. Ja. Und ich sehe immer wieder fucking Scheiße. Meine Haare sind kaputt, Leute. Und kein Haarspray dabei. Ich habe kein Haarspray dabei. Ich habe Papa und Silke. Oh no! Und wir sind gerade beim Videodreh und Bastian dreht schon gleich. Ich muss noch Schuhe kaufen. Und sie muss noch Schuhe kaufen und sie hat sich gerade fertig geschminkt, Leute. Hier mit ihren 70 Schminksachen, die sie hier dabei hat. Unfassbar. Hier haben Emma und ich nochmal richtig die Musik gefühlt und abgedanced. Wir gehen jetzt wieder ins Auto, weil draußen ist es windig und kalt und die drehen eh gleich fertig und dann sind wir wieder dran, Emma und ich. Wir warten hier jetzt schon seit, wie lange warten wir schon, Emma? Oh, seit 15 Minuten. Wir warten und dann gehen wir gleich. Dann waren Emma und ich dran und alle haben erstmal besprochen, wie das ablaufen soll. Der Kameramann hat uns dann alles erklärt, wie wir alles machen sollen. Emma und ich mussten dann erstmal lachen, weil die Szene war so unangenehm. Wir sind dann zum Startpunkt gegangen und haben dann diese Szene abgedreht. Mussten nur Händchen halten und einfach mal herumgehen. Emma und ich mussten halt die ganze Zeit irgendwas reden und haben dann einfach über Tiere geredet. Hier sieht man nochmal alles behind the scenes, wie das ungefähr alles abgelaufen ist. Dann haben wir die nächste Szene besprochen. Solo-Auftritt. Da war dann halt hier mein Solo-Auftritt, musste ich einfach über mein Leben nachdenken. Freunde, ich bin jetzt fertig und da hinten ist jetzt Emma und so dran. Komm, Emma! Wie fandest du es, Silke? Also ich fand es sehr gut. Also ihr habt das wirklich toll gemacht. Danke. Nicht so gut, wie ich es gemacht hätte, ja, klar. Ja, natürlich. Aber ihr seid ja noch ausbaufähig. Ja, ehrlich. Und jetzt fahren wir zum nächsten Spot. Gell? Gell. So Leute, wir sind jetzt angekommen hier an der nächsten Location und wir sind jetzt hier, guck mal, wie viele Leute wir sind. Vor allem sind hier voll viel. Und jetzt drehen wir weiter. Nächste Clip, fangen wir an. Da mussten wir uns dann irgendwie aufstellen. Der Kameramann hat dann das gesagt. Und umdrehen. Da mussten wir uns dann einfach nur lieb haben und die Landschaft beobachten. Freunde, wir sind ja noch in einem Schuhladen. Und Emma braucht ja neue Schuhe für das Musikvideo. Digga, gibt's ja viel Auswahl. Huch. Emma, welche Schuhe hast du dir geholt? Ja, die da. Die Adidas Campus. Die da, warte. Hier, die hat sie sich geholt jetzt, Leute. Die da. Und jetzt? Basti, wir lieben dich! Ich bin hier noch gerade beim Döner. Hier essen, da sitzt Emma schon. Und ich habe mir jetzt irgendwie so Falafel-Döner bestellt. So, meine Freunde der Sonne, wir sind jetzt hier. Wir waren ja voll essen, jetzt haben wir uns sind wir bei einer neuen Location. Wieder bei einer neuen Location. Und da drehen wir jetzt nochmal. Es ist so fucking kalt. Superpark hier. Ja, wie heißt der? Mauerpark heißt der hier. Ja, also eigentlich nicht, aber ich will shoppen. Sie will shoppen. Aber ich habe Schuhe gekauft. Sie hat ja Schuhe gekauft und will noch mehr shoppen jetzt. Emma spielt hier mit ihren Geschwistern. Ja, komm mal her, komm wie süß. Ja, hi. Lass mich nicht auf. Mein Freund, mein Verwandter. Hier haben wir dann die nächste Szene abgedreht. Wir mussten einfach nur dann in die Kamera springen und singen. Das war nämlich so lustig, weil Emma und ich konnten den Text einfach nicht. Wir sind hier auf so einer richtig fetten Brücke. Und da drehen wir jetzt die Endszene, dass wir sozusagen Schluss machen im YouTube. So Leute, ich mache jetzt Schluss mit Emma, weil das ist für das Musikvideo, aber auch echt, weil ich bin aktiv mit dir. Hast deine Arsch, hatte mir ein Judas-Gefühl. Aber du kannst das besser sehen, als der Basti. Dann wurde uns wieder die Szene erklärt und da muss ich jetzt irgendwie spielen, dass ich richtig traurig bin, weil Emma und ich Schluss gemacht haben. So sah das ungefähr aus. Von der Sonne, wir sind fertig. Und ich liebe Emma immer noch, aber wir haben jetzt Schluss gemacht, leider. Ja. Aber innerlich sind wir noch zusammen. Ja. Und meine Eltern? Meine Eltern? Ja, schade. Und jetzt? Also was? Frozen Joghurt jetzt. Oh, können wir Frozen Joghurt haben? Ja. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ins Fotostudio und davor holen wir uns doch vielleicht Frozen Joghurt. Bitte, Leute. Nach ewig, wir sind ja ewig jetzt gefahren, ne? Eine Stunde sind wir hergefahren zu diesem Fotostudio. Wir sind jetzt bei irgendeinem Fotostudio. Es gibt 1000 Räume hier. Emma hat sich gerade irgendwo hin verpisst. Hier gibt es noch 1000 Spiegel und so. Aber es wird noch irgendeine Szene gedreht, bla bla bla, ganz viele Sequenzen. Und ja, dann geht's weiter, bla bla bla. Und wir machen jetzt halt noch hier so Fotoshooting. Ja, man braucht so ein Poker, weil es so klein ist. Oh, nein, shit.
Freunde, wir sind ja schon seit 3 Stunden fleißig. Oder wie lange sind wir schon hier? Ja, schon seit 3 Stunden. 3 Stunden sind wir fleißig am Drehen. Emma ist da hinten. Und hier wird noch alles aufgebaut für das Musikvideo. Freut euch aufs Musikvideo. Da sage ich euch, das wird so, so krass. Ja. Emma und Tobi haben abgeliefert. Ja. Ne, Emma? Ja, wir haben abgeliefert. Da wurden dann so richtig fette Lichter aufgebaut. Also auf jeden Fall Flashlight Warning. Ich habe dann zu Basti gesagt, ich habe coolere Outfits. Und dann hat er meine Schuhe und meine Jacke angezogen. Das war so lustig. Und dann war natürlich auch noch ich dran. Ich war natürlich mal wieder der Beste. Wir sind jetzt hier beim Auf jeden Fall war es dann 22 Uhr oder so. Und alle waren schon so kaputt, ne? Ich habe mich auch so gut mit den Kameramännern verstanden. Und dann war mein Einsatz erforderlich. Ich durfte mich nicht so viel bewegen und einfach nur mitsingen. Und jetzt waren wieder Emma und ich dran. Ja, genau. Oh ja, jetzt kommt der Kopf. Wir mussten dann so eine Szene drehen. Und der Kameramann hat zum Spaß gesagt, wir müssen uns küssen. Hat ihr lustigen. Wir machen so, wir machen so. Wir haben uns dann angeschaut und so dick Lachflash geschoben. Nein, das geht nicht. Das hier war dann die Endversion. Wir sind jetzt hier, es ist 22 Uhr gleich und wir drehen immer noch und wir sind da jetzt die letzte Szene. Leute, diese Szene mussten wir gerade drehen. Seht ihr alles im YouTube-Video? Aha, Leute, seid gespannt auf jeden Fall. Glaub's nicht. Oh mein Gott. Und hier seht ihr jetzt ein paar Fotos, die während den Dreharbeiten entstanden sind. Einfach so süß, ne? Guckt, Freunde, und hier auch nochmal. Freunde der Sonne, wir sind jetzt hier angekommen wieder am Hotel, der ganze Ding ist fertig, es ist 23.30 Uhr. Also der Drehtag war relativ lang. Wir machen noch Übernachtungsparty. Yes, girl. Ich mach heute auch noch einen. Und du? Hast dich verliebt? Ich hab mich heute verliebt, ey. Ey, fährt noch heute wohin? Leute, Ciao, Basti. Wir machen jetzt noch Übernachtungsparty mit Emma. Yes. Und schon Film und so. Ja. Wir sind in Bastis Zimmer. Guck dir, was wir gemacht haben. Wir haben ihn geprankt. Wir haben ihn richtig geprankt. Wir haben Bastis Bett voll mit Sesseln gemacht. Und da schlafen wir. Da schlafen wir in einem. Digga, Basti dann hier daneben, Digga. Dann waren wir noch ungefähr 3 Stunden in Bastis Zimmer. Dann sind wir wieder in unsere Zimmer gegangen. Weil Basti war erst wieder um 4 Uhr im Hotel. Ciao. Wir können einmal müssen jetzt gehen. Das nächste in der Früh. Ciao. Tschüss. Ciao, Leute. Wir waren ja gestern Abend hier und Basti hat das gestern alles um 4 Uhr nachts abgebaut. So lustig. Und wir müssen uns jetzt abschieben, weil wir gehen auch. So, Leute, wir haben jetzt die ganzen Sachen gepackt und wir sind fertig. Ich hab das auch schon gedacht. Aber ja, deswegen beenden wir jetzt das YouTube-Video. War eine richtig coole Reise, cooler Ausflug, machen wir wieder, oder? Ja, und Basti und Silke und Emma sind schon weg. Die fahren alle im Auto und wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Weil wir ja in Wien wohnen. Und richtig schön, ich hoffe, euch der Vlog hat euch gefallen. Abonniert uns auf jeden Fall, abonniert uns und liked das Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video, es kommt bald wieder eine Roomtour von unserem Haus, also bleibt alle dran. Ciao, ciao, Leute, ich hab euch alle ganz lieb. Ciao. Ich bin fett, ihr seid nett. Wir gehen jetzt ins Bett. Das ist meine offizielle Verabschiedung. Ciao, Leute.